Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Hautnah. Mein heutiger Studiogast hat seine ersten Erfolge mit seinen Filmen in den USA gefeiert und seit kurzem ist sein neuester Film Global Warning auf DVD erschienen. Heute ist er bei mir im Studio, er lebt in Wien, ist aber in Innsbruck geboren und mischt die heimische Filmszene so richtig auf. Herzlich willkommen, Ernst Gosner. Hallo, aber ich bin in Brixlack geboren. In Brixlack, nicht in Innsbruck, nein. Aber doch ein Tiroler. Aber hallo. Brixlack geboren, aufgewachsen am Aachensee, ganz wichtig, Aachensee, und dann in Innsbruck. Wenn man jetzt so deinen Werdegang ein bisschen nachvollzieht, dann hast du eigentlich beim Radio angefangen, ist das richtig? Genau. Ja, stimmt. Also meine Bühnenpremiere habe ich angefangen eigentlich, das war im Pfarrsaal im Siglanger mit 15, das war mit Should I Stay or Should I Go von Clash. Okay, das war das allererste. Da hast du dann gemerkt, ich muss auf die Bühne oder mich muss man sehen und hören. Das hat sofort funktioniert, das hat sofort eingeschlagen. Der Pfarrer ist rasend worden, die Heisnerin in Ohnmacht gefallen und da habe ich gewusst, die Bühne ist mein Leben. Ist dann die Schauspielerei gekommen, also immer die professionelle Schauspielerin nach dem Radio? Ja, genau. Und ich wollte zwar immer dann Schauspieler werden, habe versucht an verschiedenen Schulen, aber haben alle gemeint, dass ich untalentiert bin. Und dann hat die Eleonore Bürcher Sprechunterricht beim Radio gegeben. Mhm. Und die hat sich gefragt, warum kannst du das? Ein paar Sachen, weil ich trotzdem immer weitergemacht habe. Mhm. Und hat gesagt, warum kannst du das? Und ich habe halt ein bisschen probiert, aber dann habe ich gedacht, vielleicht kannst du mir dann Schauspielunterricht geben, wenn ich schon woanders nicht hinkomme. Ja, sie macht es zwar nicht wirklich, aber ja, sie kann es sich einmal anschauen. Und dann habe ich vorgesprochen und dann hat sie gemeint, ich weiß nicht, was ich dir noch beibringen soll. Was natürlich so nicht stimmte, aber was natürlich, gut. Was man natürlich genau hören wollte, auf der anderen Seite. Es kommen aber trotzdem noch einige andere Berufe dazu, ganz interessante. Bauarbeiter oder auch eben Fahrradreiseleiter, das finde ich auch ganz interessant. Das war super, Was war das? Das war eben während der Studienzeit, da gibt es Rotalis, das kann ich auch sehr empfehlen, die nehmen eh gern Tiroler. Okay. Jedem jungen Tiroler und Tirolerin kann ich das empfehlen, das war echt eine super Zeit, weil du arbeitest. Ich habe vor allem in Frankreich gearbeitet, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und jetzt haben sie, glaube ich, Reisen überall. Also das ist klasse, weil du lernst irrsinnig viel kennen von einer fremden Kultur. Du lernst die Sprache, die du gelernt hast, die musst du natürlich vorher schon kennen, in meinem Fall Französisch. Du kannst sie anwenden die ganze Zeit, lernst Landleute kennen, gut essen, gut trinken. Also ich bin so richtig versaut worden damals. Wirklich? Im Sinne von leiblichen Genüssen. Okay. Also, das ist ja Essen und Trinken. Genau. Dann hast du natürlich auch am Landestheater gearbeitet, als Regisseur, aber auch als Schauspieler. Genau, ich war Schauspieler angefangen dort. Jetzt, wenn du so zurückdenkst, vermisst du die Bühne manchmal? Nein. Gar nicht? Nein. Warum nicht? Weiß auch nicht. Das war einfach vorbei. Das war gut, es war eine super Zeit. Ich habe so viel gelernt und so viel lernen dürfen und so viel ausprobieren dürfen. Und aber es irgendwann war einfach nur es war mir nicht mehr ein Bedürfnis, dass ich da oben stehe, dass man die Leute zuschauen. Ich fühle mich wohler eigentlich dahinter. wenn ich dahinter bin und schaue, wenn die Leute super sind und das darf man mehr. Und dein erstes filmisches Werk hat dir eigentlich auch gleich einmal zur Aufnahme am American Film Institute gebracht. Das war Flucht, oder? Es war ein Kurzfilm? Es war ein Kurzfilm, den wir gemacht haben. Das war damals mit der Kamera, die Daniela Knapp gemacht damals, die jetzt gerade vor nicht langer Zeit den Deutschen Filmpreis gewonnen hat, die Daniela, für die beste Kamera. Also mit guten Leuten, ja. Also damals schon ein gutes Gefühl gehabt für Leute. Und das war der erste Kurzfilm. Und der ist dann relativ erfolgreich gelaufen auf Festivals, der haben wir viel herumgezeigt, war dann das erste Mal in Amerika mit dem Film und habe immer schon gewusst, mir hat immer das amerikanische Kino ist nicht gut gefallen, auch das alte Kino, die Filme dort. Ich habe immer gespürt und gemerkt, dass das Handwerk da drüben wirklich in einer Masse daherkommt. Das ist nicht so, dass es in Europa nicht gibt, aber es kommt da in einer anderen Intensität, anderen Größe, auch Masse daher. Ich will es eigentlich dort lernen, immer gern. Und ich wollte die Schauspielerei schon drüben lernen, damals wollten sie mir aber nicht. Und dann aber dann mit dem Film hat es geklappt. Dann wollten sie dich. Ja, genau.
Und wie war das dann so, wenn man dann eben so aufgenommen wird auf so einem Institut? Hat man dann gleich mal so ein bisschen einen Höhenflug, wo man denkt, sowieso. Ha, ich bin ja, der neue Quentin Tarantino? Sowieso. Nein, aber sie drucken es da auch gleich rein. Okay. Also es ist wirklich so, ich kann mich erinnern, noch, die erste, das war die, mehr oder weniger die Aufnahme, die Rede der Leiterin, der Furstenberg, der Leiterin des American Film Institutes, das ist ja wirklich drüben wirklich wichtig ist und das ist einer der besten Schulen der USA, mit sicher mit NYU, AFI, eben American Film Institute und UCLA und USC, das sind die Top 4 Schulen in den USA, die immer wieder erwähnt werden und das, die in der Anfangsrede gesagt habe, ihr seid die Besten, ihr werdet es schaffen, ihr seid jetzt schon die Besten, weil wir euch ausgesucht haben, also wo sie sich auch selber sozusagen sofort auf einen Stockerlauf gestellt haben. Und so. Aber es motiviert ja auch, oder? Es motiviert total natürlich, aber es motiviert natürlich auch, wenn du innerhalb der Schule dann auch erstens mit einem Haufen talentierte Leute zusammenarbeitest und zweitens kommt halt ein Robert Altman und hält dort seine Seminare, kommt ein David Lynch und hält dort seine Seminare, kommen einfach die Top-Leute und unterrichten dort. Und das ist natürlich, und dann denkst du, naja, wenn ich mit dem so reden kann und mit dem, warum sollte ich das nicht dann in 20 Jahren dort auf der anderen Seite stehen? Es gibt so viele Independent-Filme, die was aber zum großen Publikum dann doch nie hinkommen, aber trotzdem sehr viele Preise einheimsen. Mhm. So wie zum Beispiel auch dein Film South of Pico, der hat ja 2008 ziemlich viele Preise gewonnen. Ist das dann auch so ein bisschen eine Selbstbestätigung für sich persönlich auch? Ja, sowieso, aber wobei das darf man, wobei wichtig bei South of Pico, der ist auch ans Publikum gekommen. Wir haben den verkauft, der ist in Amerika rausgekommen, der kommt jetzt ins Kino in Österreich Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres. Also mir ist es schon wichtig, Preise sind super, aber Preise ist Branche. Mhm. Mein Hauptpreis ist, wenn die Leute ins Kino gehen und wenn die Leute vor dem Fernseher sitzen und so, das ist mein Hauptpreis. Letztendlich ist Filme machen nichts anderes als mit jemandem reden, mit jemandem kommunizieren. Ja, das und das ist das und das. Und jemandem eine Geschichte zu erzählen und der hört sich das, der oder die hört sich das an und kann was damit anfangen oder nicht. Und dann, kommt da wie soll ich sagen, ein Gespräch daraus, eine Kommunikation, ein Austausch. Mhm. Zurück zu deinem neuen Film, Global Warning heißt es. Es ist ein Film über den Krieg, und zwar über den Ersten Weltkrieg. Wie kann man den beschreiben? Das ist eine Dokumentation? Nein, es ist eine Mischung. Ich bezeichne es als eine Reise in den Krieg. Ich war damals, wie der Krieg ausbrochen ist, wie der Bush den Irakkrieg erklärt hat, und sagt, damit fängt der Film auch an. Und schon vorher bei 9-11, wie plötzlich eine ganze Gesellschaft in Amerika plötzlich von einem Schnallen auf den anderen umgeschalten hat, sich motivieren hat lassen, plötzlich sind nur amerikanische Flaggen überall, auf alle Autos, auf alle Dinge. Und ich kann mich erinnern, wie ein Freund von mir gefragt hat, der hat auch so eine Flagge drauf dann. Und das ist jetzt eigentlich, ich habe den eigentlich immer nie so als Patriot. Und ich habe gesagt, warum machst du das? Und dann sagt er zu mir, it gives me comfort, es tröstet mich, sagt er. Ich sage, wow. Das könnte man. Kannst du dir das vorstellen, dass das in Österreich jetzt zum Beispiel, dass du, ich meine, gut, wenn jetzt sowas Massives passiert, wer weiß. Wer weiß. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Es ist trotzdem ungewöhnlich. Ja, das ist trotzdem ungewöhnlich, dass du sagst, ja, es gibt mir so einen Zusammenhalt, es tröstet mich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine, dass ich damit umgehen muss und so. Trotzdem irgendwie schwer vorstellbar und vor allem, wenn man aus Österreich kommt und in der Geschichte, was heißt jetzt nach dem Ersten Weltkrieg oder Zweiten oder vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich, sehr ambivalent natürlich mit solchen Dingen wie Vaterlandsliebe und Gemeinschaft hat bei uns einen ganz einen bitteren Beigeschmack natürlich auch durch unsere Geschichte. Ist das seltsam, wenn man das beobachtet und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Wie kann sich eine Gesellschaft so schnell einfach, in Krieg ist dann ganz schnell eine Option. Und ich habe mir gedacht, und seitdem beschäftige ich mich einfach mit dem und habe versucht, irgendwie einen Spielfilm daraus zu entwickeln. Und habe mir gedacht, nein, aber eigentlich, und habe dann angefangen, dokumentarisch irgendwie so zu denken. Und das ist eigentlich dabei rausgekommen. Und habe mir gedacht, na, was ist eigentlich, Moment mal, da muss ich mich aber beschäftigen, warum beschäftige ich mich überhaupt mit Krieg? Warum ist das jetzt so wichtig? Gut, es bricht gerade einer aus. Und die Bevölkerung lässt sich darauf ein. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt eigentlich nicht viel damit zu tun. Und sage, aber dann suche ich mir aber einen Krieg, der bei mir vor der Haustür stattgefunden hat. Und das war jetzt eben nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der Erste Weltkrieg, der hier gefochten wurde, wirklich in den Bergen, da, wo es jetzt Südtirol ist. Und das ist
das hat mich dann eintauchen lassen in Krieg an und für sich und diese Kriege auch zu vergleichen und zu sehen, dass es eigentlich immer derselbe Schmarrn ist. Wir haben einen Trailer vorbereitet und den schauen wir jetzt kurz an. Hunderttausend Tote nur hier im Gebirge. Viele Leichen liegen nach wie vor eingefroren in den Gletschern. Wer kommt auf so eine wahnsinnige Idee, hier einen Krieg zu inszenieren? At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations. Du hast dich bei dem Projekt entschlossen, den Film über DVD an den Mann oder die Frau zu bringen, nicht im Kino, also doch, kommt auch, auch ins Kino. Auch, ah, auch okay. Im Kino. Also wir machen, das ist auch sowas, ganz was Eigenes, weil die Art des Verleihs von Filmen ändert sich komplett. Das ist jetzt nicht nur seit jetzt, sondern es geht ja schon seit ein paar Jahren. DVD bricht weg. Downloads, Internet. Piraterie kommt hoch und so weiter. Also aber der Vorteil ist, dass jetzt plötzlich hast du als Filmemacher, wie ich eingangs schon gesagt habe, du willst mit dem Publikum kommunizieren. Das ist das, warum ich es mache. Mhm. Jetzt habe ich die Möglichkeiten, kriege ich plötzlich die Werkzeuge in die Hand, dass ich mit dem Publikum direkt kommunizieren kann, über die Webseiten. Also wir haben auf Facebook 3000 Leute, bevor der Film überhaupt rausgekommen ist, kommunizieren wir schon regelmäßig mit 3000 Leuten, die über Global Warming Bescheid wissen wollen, mehr wissen wollen, denen das gefällt und so weiter. Das wäre vorher nie möglich gewesen. Der Film ist rausgekommen und dann bist du mit deinem Publikum in Beziehung getreten oder in Verbindung getreten. Jetzt kannst du das schon machen. Jetzt kann man sich schon vorfreuen. Genau, vorfreuen, aber auch, du kannst auch die Leute fragen, hey, beim Poster haben wir es gemacht zum Beispiel, hey, gefällt euch das besser? Du kannst dein Publikum fragen, was mit einbeziehen. Und wirklich mit einbeziehen. Das ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern die helfen da wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Der Verkauf startet ja am 1. Juni. Mhm. Wo gibt es die DVD zu kaufen? Der Verkauf hat gestartet am 1. Juni und wird es geben jetzt in Nordtirol, also in der Tirolia wird es geben, in Südtirol wird es bei Artesia-Läden vertrieben, in den Wagnerischen jetzt oder Thalia-Handlungen. Buchhandlungen, online natürlich, ja. auf unserer Seite www.globalwarning-derfilm.com auf Amazon gibt es natürlich auch. Und wir machen aber also gleichzeitig der DVD-Release, Video-on-Demand-Release, aber gleichzeitig machen wir eine Screening-Tour, wo wir den Film in Südtirol und Nordtirol präsentieren werden, in den Kinos, aber auch bei Veranstaltungen, auch mit Lesungen gemeinsam, also verschiedene, also im Prinzip Events sozusagen. Das machen nicht einfach nur so, da ist er im Kino, sondern so wir machen noch zusätzlich, dass man noch ein bisschen mehr davon hat. Und ich unterstütze das natürlich, ich bin auch bei den Screenings dabei. Wir wünschen auf jeden Fall toi, toi, toi. Können wir brauchen. Zum Verkauf deiner DVD und für die neuen Projekte. Danke. Ein kleines Präsent noch an dich. Der ist aber nicht. Im Gegensatz zu deinen Zeitzeugen hat Lydia Davis fast keine Erinnerungen. Amerikanische Kurzgeschichten für dich. Danke. Danke fürs Dasein. Und bei Ihnen darf ich mich auch recht herzlich bedanken. Hautnah gibt es wieder in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit einschalten. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute.